Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemmschermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating-Beziehung und Liebe. Ja, also bis Sonntag gibt noch mal eine Aktion, Liebeschip 20, letzte Mal, dass ich das jetzt hier erwähne. Und heute geht es um das schöne Thema, mein Freund hatte noch nie eine Beziehung. Ich wollte mal vorab sagen, wenn ich jetzt drüber rede, also mein Kanal ist ja in erster Linie für die Menschen, die zerschellen an Menschen mit schwierigen Beziehungsbiografien, dass sie nicht auch theoretisch vielleicht Support brauchen. Ja, kann sein. Nur das Problem ist immer, die wollen das ja in aller Regel nicht. Bei allen, die bei mir hier auf dem Kanal sind, wollen das die anderen ja gar nicht. Deswegen, wenn ich jetzt gleich drüber rede, aber jemand, der noch nie eine Beziehung hat, das ist natürlich, hat er vielleicht auch einen Leidensdruck, nur wie gesagt, ich fokussiere mich eher auf die andere Ebene so, ne? Gell. So, also es gibt ja die Möglichkeit bei mir, so optionale Videos, dass ich da suche ich immer irgendwas raus oder man kann ja auch Videos bestellen gewissermaßen. Das ist jetzt hier passiert von der lieben Aschniewka. Und sie schreibt, lieber Christian, vor ein paar Tagen bin ich auf deinen YouTube-Kanal gestoßen, fand deine Analysen sehr hilfreich und wollte dich jedoch zu meinem bestimmten Fall konsultieren, denn so eine skurrile Dating-Erfahrung hatte ich noch nie. Zu meiner Person, ich studiere in den 20ern, eigene Wohnung, Beziehungsbiografie würde ich sagen, normal. Das denkt man ja meist nur so lange, wie man mal in Modul 1 reingeguckt hat, aber gut, kann natürlich sein. Habe ein paar schöne Beziehungen hinter mir, die längsten mit 6 Jahren. Die Jungsmänner habe ich meistens durch meine Hobbys oder Uni, Schule kennengelernt. 2018 war für mich ein Horrorjahr mit Krankheiten und so weiter, von langjähriger Beziehung getrennt, weil seine Familie mir zu toxisch war. Ja, das ist ja immer schon die Frage, waren das wirklich so gute Beziehungen? Und so weiter. Danach wollte ich einfach für längere Zeit allein sein, schauen, was meine Werte sind und einen Partner auf mich zukommen lassen. Von Online-Dating, Wahnsinn mit Tinder etc. halte ich nichts. Jedoch lernte ich über mein Hobby, was wir jetzt hier nicht nennen, auch was mit Social Media zu tun, einen sehr netten Mann kennen. Wir trafen uns irgendwo und hatten auf Anhieb ganz viel gemeinsam. Wir schrieben uns täglich, ohne dass ich mir irgendwas erwartet hätte. Ich schätzte seinen Social-Media-Kanal sehr. Wir diskutierten sehr viel, redeten auch viel über Privates. Ich erzählte, was mir passiert war, und er war immer sehr verständnisvoll und hörte zu. Wenn ich Leute sehr mag, gebe ich ihn auf mein Privatprofil, und wir waren beide ganz weg, als wir sahen, wie wir aussahen. Okay, ja, so weit, so gut. Ich fand ihn wunderschön und er mich auch. Er wurde flirty und ich ließ ihn einfach die ersten Schritte machen. Er fragte mich nach meiner Handynummer und wir telefonierten einfach viel und er fragte auch, ob wir uns nicht mal treffen wollten, ob ich mal in seiner Gegend bin. Also bis hierhin ist alles fein. Er Student, wohnt noch zu Hause und ich meinte nur, dass ich ihn nicht treffen möchte, da ich interessiert an ihn. An ihm bin und wenn er das nicht ist, ich ihn nicht sehen will. Okay. Daraufhin meinte er nur, dass er mich mag. Ach Gott, das, also da war es, das ist schon wieder, das kann ich schon wieder vergessen, dass er mich mag. Also bei so einer Steilvorlage, also es geht natürlich jetzt nicht darum, dass man jetzt sagen soll, bevor man überhaupt richtig gedatet hat, ich liebe dich, aber also eigentlich merkt man schon an diesen Äußerungen, dass das ein bisschen einseitig ist, ne? Generell meinte er auch, dass er gerade nicht datet, sich aber eine Beziehung wünscht. Dann wollte ich seine Beziehungsbiografie wissen und das war das Erste, was mir ein verwirrtes Gefühl gab. Obwohl er sehr attraktiv war, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie alt er ist, auch so in den 20ern, ja, mehr so gegen Mitte 20, gestand er mir, dass er noch nie eine Beziehung hatte, auch keinen Sex, keinen Kuss, nichts. Leute, macht es euch nicht so schwer. Also natürlich kann jemand mal später anfangen mit Sex und was weiß ich, aber das kommt dann anders rüber, nicht so wie hier, so wo man schon merkt, da hakt es irgendwo gewaltig und irgendwas passt da nicht. Und
ist vielleicht traumatisiert, ich weiß nicht, macht es euch nicht so schwer, hört auf, Leute retten zu wollen. Wirklich, die sollen dann Therapie machen, aber ich weiß nicht was, auf eine Bohrinsel. Also es ist mir völlig wurscht, aber versucht sie nicht zu retten. Wirklich. Ist ja auch die Frage, ob die überhaupt einen Leidensdruck haben. Also das ist, und ob es überhaupt stimmt. Also man weiß einfach nichts von einem Menschen, den man nicht kennt, ne? So. Damals wusste ich noch nichts über Bindungsstil und dachte mir, dass er einfach ein Late Bloomer sein muss. So heißt er scheinbar, okay. Als ich fragte, wieso, sagte er mir, ja, ich glaube, die Leute mochten mich nicht sehr. Ich kann manchmal sehr komisch sein. Aber da würden bei mir alle Alarmglocken schrillen, dass ich einen Tinnitus kriege. Wirklich. Leute, hört doch mal drauf, was jemand sagt. Echt. Das macht mich so fertig, ey. Echt. Also, kann das sich nur erklären, damit, dass du ihn retten willst jetzt hier, ne? Oder dass es bei dir anders ist, oder ich weiß nicht. So, ich sehe heute wesentlich besser aus als früher, was anhand von alten Fotos nicht stimmt. Er sah immer sehr attraktiv aus. Er sagt einfach, dass er auch verwirrt ist und nicht so richtig weiß, was mit ihm los ist, auch dass er keine Signale von Frauen erkennt. Also da würden bei mir alle Alarmglocken schrillen. Warum musst du so schwierige Situationen daten? Ich fragte, also nicht, dass es ein schlechter Mensch ist oder so, aber mach's dir doch einfacher, wirklich. Ich fragte, was seine Familie dazu sagt und die meinten, er solle mehr mit Leuten reden, dass er einfach noch nicht die richtige getroffen hat, was nicht sein kann. Ja, also du hörst die Signale, aber du ziehst nicht die Schlüsse raus, ne? Er war, was meine Werte anbelangt, auf einer Wellenlänge und ich schätze ihn einfach als Menschen, wollte ihn trotzdem treffen. Ich wollte auch verständnisvoll sein, slash retten und sagte, er könne mich alles fragen, auch zum Thema Sex. Hier bist du eindeutig auf Rettungsmission. Leute, ich bitte euch in aller Verzweiflung, hört auf, Menschen retten zu wollen. Bitte, 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 bitte. Ihr seid, ihr macht das beruflich, aber nicht in einer Beziehung, nicht beim Daten. Also vor allen Dingen nicht beim Daten. In einer Beziehung kann ja mal irgendwas anderes passieren, aber. Da er sich treffen wollte und die Semesterferien vor der Tür standen, bot er an, dass ich ihm nach Hause und zu seinen Eltern kommen könnte, da bei ihnen in der Wohnung noch genug Platz ist. Ich hatte auf seine Familie aber noch keine Lust und bot an, ihm an, zu mir zu kommen. Er vertauschte das Datum und buchte seine Reise, ohne das Datum richtig mit mir abzustimmen. Och. Man weiß schon nach dem Anfang, weiß schon man, das ist nur schräg, es kann nur schräg werden. Ja, auch das hat er dir gesagt. Er versteht die Signale von Frauen nicht richtig. Ich meine, darf sich da noch nicht mal wundern eigentlich. Ne? Ja. Der Ankunftstag hätte der Abreisetag sein sollen, da Ferien waren aber kein Ding. Er entschuldigt sich tausendmal und sagt, er hätte auch noch mal fragen sollen. Gut, wenn jetzt nur eine einzelne Sache ist, aber man sieht da hier schon, das viele Red Flags, Red Flag, Red Flag, Red Flag. Naja. Aber nochmal, das heißt nicht, dass er kein guter Mensch ist oder so, nur warum machst du dir das so schwer irgendwie? Ne? Als Ziel meinte er, dass er einfach die Konversationen, die wir online hatten, auch in echt haben würde, um mich noch besser kennenlernen. Da wir einfach generell über Sex geredet hatten, meinte er auch noch, dass er nichts dagegen einzuwenden hat, wenn es passt, aber das sei nicht sein Ziel. Wie kann das mit fast Mitte 20 nicht sein Ziel sein? Also, das ist auch, als Dating hat das Ziel Sex. Ansonsten ist es kein Dating. Ich meine. So. Also natürlich nicht, muss man erst gucken, ob es passt oder so, aber trotzdem sollte man eigentlich gar nicht drüber reden müssen. So, ne? Als er ankam, verstanden wir uns auf Anhieb prima, obwohl er ein bisschen schüchtern war, wärmte er sich relativ schnell zu mir auf. Wir hatten sehr viele Dates geplant, verschiedene Restaurants und eine wunderschöne Zeit miteinander. Ist aber auch schon auch gewagt, dass du ihn gleich so zu dir kommen lässt. Ne? Aber gut, ist ein bisschen mehr auf dich aufpassen mal. Ey. Er wollte küssen und Händchen halten in der Öffentlichkeit und wir waren schon wie ein frisch verliebtes Pärchen unterwegs. Ja, aber ihr habt doch nicht mal Sex gehabt. Er machte auch den Move zum Sex und es fühlte sich total schön an und richtig an, also hatte ich nichts dagegen einzuwenden. Er war sehr liebevoll, er wollte viel kuscheln, wir schliefen auch zusammen, er massierte mir den Rücken und das lief richtig gut.
Also, ich weiß es nicht. Ich glaube das nicht so richtig mit dem, dass er noch nie Sex hatte. Aber nur so Bauchgefühl. Ich will dem jetzt auch nichts unterstellen, echt nicht, aber. Er erzählte viel von zu Hause, richtete Grüße von der Familie aus, verlinkte mich in Posts und redete schon von einer Rückeinladung. Die fühlte sich nicht wirklich fake an, kein Soulmates oder du bist die Frau gelabere. Ich bekam dann eine SMS von einer Freundin, die fragte, ob wir jetzt zusammen sind oder nicht, und ich dachte, ich rede einfach mit ihm drüber. Ich dachte, er würde sich auch freuen, dass er mal eine Freundin hat. Ja, also alles verständlich, wie du dich verhältst, außer dass du diese ganzen roten Flaggen ignorierst, so, ne? Der Typ bekam dann also war emotional dann sehr gestresst ob dieser Frage und meinte, dass er Angst hat, weil er ja auch noch nie eine Beziehung hatte. Aber das ist genau, was ich meine. Warum? Warum? Es gibt so viele Männer, echt. Er sah mir auch in die Augen und meinte, dass er mich liebte. Boah. Nach einem Date. Aber dass er keine Beziehung haben kann. Das ist schon wieder völliger Irrsinn. Leute. Tut, bitte, 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 tut euch das nicht an. Bitte. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Echt, macht es nicht, wirklich. Er faselte noch anderes Zeug, das er mich toll findet, und ich war einfach nur verwirrt. Ja, natürlich. Er meinte auch, dass er Angst habe, dass ich aufhören würde, mit ihm zu reden. Ich verstand, also ja, das ist so ein Irrsinn. Jetzt versuche es auch nicht zu verstehen. Das Ego will immer verstehen. Lass es doch einfach los. Also, das kannst du nicht verstehen. Der tickt halt anders als du. Ne? Ich kann das jetzt auch nicht erklären. Also, so halt Bindungsängstler, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder in der Schematherapie gibt es da, glaube ich, diese schönen. Da gibt es die Begriffe, finde ich auch echt großartig übrigens. Blender, Diener und Flüchter. Ne? Das hört sich hier an nach so einem Flüchter. Ne? Aber du musst ihn nicht retten, du willst ihn nicht retten, lass es, 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 lass es. Die nächsten Tage verliefen auch prima. Sag mal, wie viele Tage verbringt sie denn hier? Das ist euer erstes Date. Mensch, pass mal auf dich auf. Er meinte nur, dass ich ihm versprechen soll, dass wir später nochmal probieren. Oh. Ich auf meiner Seite war einfach nur frustriert und fühlte mich komplett verarscht und ausgenutzt. Ich glaube, es geht jetzt hier um diese Beziehungsfrage. Er schickte mir Fotos, als er wieder zu Hause war. Ja, du nimmst hier schon viel zu viel an. Man sollte einfach nichts annehmen. Vor allem nicht, wenn es so viele. Also, ein Punkt im gesunden Dating ist, dass keine krassen Irritationen auftreten. Und das ist hier voller Irritationen. Ne? So, er schickt mir Fotos, als er wieder zu Hause war, dass er seiner Familie alles gezeigt hat. Das spielt alles keine Rolle. Das ist die Handlung zählen, also die Beziehungshandlung, nicht, ob er die Fotos schickt. Da ich Versprechen sehr ernst nehme, hielt ich den Kontakt noch. Er schrieb regelmäßig, und wenn ich wegen Commitment fragte, schrieb er auch nie klar nein. Also, hallo, wo sind deine Standards? Ich wurde auf Zeit halt immer angefressener, was gesund ist, und wir begannen auch zu streiten. Also, jetzt habt ihr noch nicht mal eine Beziehung und ihr habt schon einen Streit. Ich wurde auf Zeit halt, so, er konnte dann auch richtig fies werden. Och, oh. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Echt. Macht es nicht. Macht nicht solche Beziehungsstarts, echt. Was er später wieder zurücknahm, noch ein paar Monate nach dem letzten großen Streit, schrieb er: Ich habe dich leiden lassen das letzte Jahr. Oh, Leute, lasst es. Ich dachte, es könnte irgendwie funktionieren, aber ich war halt ein Idiot. Ich hatte noch nie etwas davor, aber es ist eigentlich vorprogrammiert, dass es so läuft. Also er muss sich erstmal klären, was er eigentlich will. Ne? Niemand mochte mich zuvor. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht. Na ja, gut. Als ich fragte, ob er mich genommen hat, weil halt nichts Besseres da war, ich sage das nicht. Ich habe gefühlt, dass du mich wirklich verstanden hast. Ich konnte einfach ich sein. Ich sage das nicht. Was ist das für eine Antwort schon wieder? Ey? Und ich hatte auch ein bisschen Angst, und als die Dinge sich entwickeln sollten, bekam ich noch mehr Angst und fing an, nach Entschuldigungen zu suchen. Ich wollte die ganze Sache verstehen, sodass mir also eine schmerzliche Erfahrung einfach nie wieder passiert. Jetzt weiß ich nicht, wer das gesagt hat, ehrlich gesagt.
Ich hatte vor ein paar Jahren einen ähnlichen Fall mit einem Typen von meinem anderen Hobbygeschichte, der meinte, er braucht seine Freiheit und es liegt nicht an mir. Leute, wenn jemand sagt, es liegt nicht an dir, das heißt einfach, ich bin nicht verknallt in dich. Punkt. Nichts anderes heißt das. Will jemand euch nicht, was auch verständlich ist, nicht direkt sagen, ich stehe einfach nicht auf dich, sondern er sagt, es liegt nicht an dir, ich brauche meine Freiheit. Also, das heißt einfach, aber es ist auch nicht schlimm, es sagt auch nichts über dich aus, sondern einfach, dass jemand nicht so verliebt ist in dich. Wie du vielleicht in ihn, das passiert halt, ne? So. Jeder dachte, wir sind zusammen und es stellte sich später heraus, dass er Frauen generell so behandelt. Ja, es lag nicht auch nicht an dir. Ja. So, also du musst einfach gucken, was für Anziehungspunkte hast du da. Ne? Also es ist ja eben nicht das erste Mal passiert und das ist jetzt so ein klassischer Fall, wo du über Selbstliebe nachdenken kannst, weil was spiegelt dir das Universum von außen? Ne? Irgendwie nicht gewollt oder Unklarheit, auch dass jemand dich nicht so richtig will. Und das hat alles mit dir als Person überhaupt nichts zu tun. Du bist bestimmt ein toller Mensch und siehst gut aus und so. Aber wenn du, solange du diese Anziehungspunkte hast, wo du ja, wo du sozusagen nach außen noch abstrahlst, irgendwie Themen mit Selbstliebe, also das wird jetzt gar nicht so in die ganze Tiefe gehen, das ist ja in meinem ganzen Kursen Thema, wo du das noch so ausstrahlst, da ziehst du halt diese Dinge an, so, ne? Und dieser, wenn du so willst, ziehst du es an, damit du dich da weiterentwickeln kannst. Also du ziehst diese Geschichten an, damit du an deinen Grenzen arbeiten kannst, an deiner Selbstliebe, damit du sagen kannst, ey, ich sowas, ich habe echt was Besseres verdient. Also besser im Sinne für mich besser. Und ich habe jemanden verdient, der mir so richtig Bock auf mich hat irgendwie. Und da müsstest du jetzt aber gucken, gibt es noch so Themen mit Selbst, also die hat man ja manchmal in einer schwierigen, vielleicht hast du eine schwierige Biografie mit Selbstablehnung oder irgendwas. Und dann müsstest du da mal weitergucken und sich gar nicht groß darüber aufregen, einfach sagen, ja, danke Universum, danke fürs Feedback. Mal gucken, was ich jetzt wieder lernen kann, weil das ist eine total verrückte Achterbahn hier, wo wir immer Feedback kriegen und wieder was Neues lernen können. Das geht auch immer so weiter, ne? Deswegen sollte man sich da gar nicht drüber aufregen. Aber wenn man das mal einmal so annimmt, dann kann man sich immer weiter an sich arbeiten, verbessern, Trauma abbauen. Aber das schreit nach von roten Flaggen und das schreit nach, dass du so ein Thema hast, dass du Menschen retten willst. Und dann wäre die Frage, wen wolltest du schon retten in deinem Leben? Wo gibt es Themen mit mangelnder Selbstliebe, die auch mit mangelndem Urvertrauen zu tun haben, hofft? Das wären die Sachen, die du dir mal angucken müsstest. In diesem Sinne, wir werden uns bald wieder.